Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute, beim Spieler gucken, tatsächlich. Und wir wollen mal gucken, wie wir uns hier in der Nacht schlagen, Leute. Es ist tatsächlich Nacht. Oh nein, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. 17 Uhr, 18, 19. Nein, also 17 Uhr, 18 Uhr. So 18 Uhr. Versteht ihr, wie ich meine? So wegen Rebot, ne? Um 18 Uhr, also alles gut. Ey, da ist fluffige Eidechse, Junge. Oh, die Sonne kommt hoch, Leute, wir haben Glück. Dann brauche ich ja gar nicht mehr in der Nachtsicht wechseln, oder? Ja, vielleicht noch ein bisschen, ne? Die fluffige Eidechse. Ja gut, was willst du auch da jetzt gucken, ne? Nachts, sag mal, ist hier irgendwo ein Zombie, ey? Was geht mir auf den Sack? Junge, brettert mir hier die ganze Zeit die Kopfhörer voll. Ja, ist man ja nachts, ist man ja eher so ein bisschen entspannt, sage ich mal. So, wir müssen, wie gesagt, vernünftige Symptome einleiten. Ihr wisst es selbst, das ist jetzt das Video Nummer 2 mit dem neuen System. Wir müssen das Stück für Stück anpassen, liebe Leute. Also die Hardware läuft. So, jetzt muss ich mich ein bisschen auf die Software konzentrieren. Nach wie vor, wenn irgendwas ist, ne? Wir versuchen da, das alles so ein bisschen anzupassen. Ich war nicht. Diacamo ist ja auch noch da. Guck mal, das ist alles zusammen ein Squad. Wohnen die hier oder was? Da ist 10. Ja, 10 ja kennen wir noch, ne? Ja, Leute, da trudeln sie alle wieder ein. Wir haben jetzt 30 Spieler on the line. Naja, ich will euch das gar nicht vorenthalten. Wir sind auch wieder ein bisschen abgestürzt. Aber war das ein Wunder? Oh, war das wieder ein Wunder, Alter? Wir waren ja in den Top 20 mit unserem Server-Ranking, ne? Und dann ging es los. Auf einmal wieder. Da war ja, die ganze Zeit war ja gar nichts, ne? Und dann geht es auf einmal wieder los mit diesen serverseitigen Angriffen, ne? Ob das jetzt so die DDoS oder wie das heißt da. Gibt es auch die Win? die DDoS-Attacken? Keine Ahnung. Oder beziehungsweise auch, was registriert worden ist, sind natürlich diese Propagandamaßnahmen da. Ob das jetzt Leute sind, die hier irgendwie Werbung da machen im Chat oder wie auch immer, oder halt uns einfach in anderen Foren oder sowas irgendwie negativ sprechen oder sowas. Ne? Jedenfalls hat alles dafür gesorgt, dass wir wahrscheinlich ein bisschen abgesackt sind. Wir sind ja, wie gesagt, von den Top 20 runter jetzt gerade auf 94. Das ist natürlich wieder beschämend. Aber andersrum gesehen, ja, der Server hat immer Spieler, der ist immer was los, wir haben Spaß hier, was willst du da? Also, wisst ihr, wie ich meine? Aber wäre schon schön, wenn wir in der Top 20, Top 30 so immer so schwanken würden, wie halt, wie es halt ist. Nun ist es aber auch so, dass nach wie vor wir sehr lange warten auf einen Patch, ne? Es ist, wir haben ja schon Mai, Leute. Das ist fast das halbe Jahr, ist wieder fast um, seitdem es dieses 0.8 da gab, den Versionswechsel. Also ich finde, das wird jetzt wirklich Zeit für ein Patch. Findet ihr nicht auch? Oder meint ihr, der kommt erst nächsten Monat oder was? Manche munkeln ja schon, dass die Männer, die modularen Männer kommen, modulare Männer, dass die dann halt, dass wir einen Charakter-Vibe irgendwie brauchen oder sowas. Aber ich weiß es, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, ich werde es ja auch nicht gebaut. Ich habe gerade bei mir ein bisschen das Sound. Wie gesagt, heute die Dinger, die Entstörer oder sowas, sind noch nicht da. Heute ist bei mir immer noch der 1.5. Ja? Also ich konnte noch nicht auf die Kommentare auf das erste Video irgendwie eingehen oder sowas. Ne? Bloß ich habe gesehen, dass die Videoqualität von dem ersten Video war ein bisschen, ja, zu wenig halt. Ne? Ich habe das alles ein bisschen nochmal höher gestellt und sowas. So dass wir uns da so mit den ganzen Sachen ein bisschen antasten halt, ne? Wie das so perfekt aussieht so. Ja, von der Größe der Datei, der Videodatei zur Qualität und so weiter und so fort. Das ist alles Software Sache. So, wie gesagt, vom Sound her muss ich dann mal gucken. Wenn das Video hier rauskommt, das kommt ja dann am 3., glaube ich, dann habe ich die Dinger vielleicht ja bekommen, diese Entstörerteile da, und dann hat das ja was gebracht. Oder ich versuche es halt über diese Glasfaserleitung da irgendwie, ein Toslink oder. Ja, einfach mal probieren irgendwie. Das kann ja nicht so schwer sein, eine Soundleitung dazu legen, die funktioniert, weißt du. Ohne Knacken oder sowas da, ne? Richtig und wichtig wäre aber es dennoch, diesbezüglich dies zu argumentieren, liebe Leute. Guck mal da, bei 10 ist auch hier ein Auto. Also man kann anscheinend auf unserer Welt noch Autos finden. Man kann da noch Autos finden, liebe Freunde. Der einzige Punkt, wie man an Schwarzgeld kommt, sind halt Fahrzeuge zu verkaufen. Wenn du das jetzt findest, ne, machst du Reifen ran und schleppst das dann zum Verkaufsschwarzmarkt. Und da kannst du dann deine Fahrzeuge verkaufen und kriegst Schwarzgeld. Sonst kriegst du kein Schwarzgeld, ne?
Items oder so verkaufen, geht dafür nicht. Ja, aber gut, meistens haben die Leute diese Teile nicht dabei, ne? Reserverad oder so haben gleich die wenigsten dabei. Das ist ja, verbraucht ja auch viel Platz, diese ganze Sache, ne? So, die Sonne geht auf, da haben wir ja Glück gehabt, liebe Freunde. Dass wir hier noch ein bisschen was sehen können mit der Helligkeit, ne? Aber die sind hier am Heizen. Wo sind wir hier eigentlich? PvP oder wo sind wir hier? Haben wir gerade Würstchen mit Kartoffelsalat. Ich habe schon wieder ein bisschen Hunger. hier, sag mal, nochmal eben so eine andere Frage. Was ist das hier? Grafikfehler oder was? Das sieht ja auch wieder komisch aus, ne? Wie so Hummelsträucher oder sowas, ne? Wenn ich draußen bin, ist in letzter Zeit, habe ich denn hier so Punkte irgendwie unterm Arm, so? Also, weiß ich nicht. Was ist denn das, ey? Habe ich eine Allergie entwickelt oder sowas? Kennt ihr euch damit aus? Das juckt nicht oder sowas, ne? Das ist mir nur aufgefallen. Sonnenallergie oder was? Ich mache ja gar nichts. Ich gehe durch meinen Wald, ne? Ist ja Frühling jetzt. Also Pollen und sowas kann das ja auch nicht sein. Das geht mir ja durch die Nase und so. Also da habe ich ja auch nicht. Ich habe ja keinen Schnupfen, keinen Niesen, gar nichts. Nur mir ist das halt so aufgefallen. Ich ziehe dann die Ärmelchen. Ich habe ja einen Trainingsanzug an, bis hier so, ne? Weil mir das schon einmal vorgestern oder vor 3 Tagen aufgefallen ist, dass ich hier so Punkte am Arm gekriegt habe. Weil jetzt sind sie alle weg so. Aber dann, wenn ich da im Wald bin und ich habe morgens noch nicht gegessen, ne? Ich habe noch nichts gegessen oder sowas. Also das kann ja keine Fressallergie oder irgendwie sowas sein, ne? Oder ob mich da immer was sticht, wenn ich da durch den Wald laufe. Ey, guck mal, die Waschlage sie auch hier völlig keine. Das kommt, wenn ihr so am Heizen seid. Also für den einen oder anderen, der da irgendwie Ahnung hat von so Allergien oder was weiß ich, was das ist, ne? Aber wie gesagt, normalerweise habe ich sowas nicht. Überhaupt nicht. Und das ist ja auch nicht juckend oder sowas, nur das kriegst du auf einmal irgendwie so ein paar Pünktchen hier so. Nach dem Sport dann quasi, ne, nach dem Laufen, Joggen und so. Und dann habe ich schon überlegt, ist das vielleicht der Ärmel, das Waschmittel im Ärmel, das denn vielleicht durch Schweiß da in die Haut reinkommt oder sowas? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht habt ihr da ein bisschen mehr Erfahrung. Könnt mir dann da einen Tipp geben, was ich da irgendwie, ja, was ich da, was das sein könnte oder sowas, damit ich da auf den Trichter komme und das dann halt korrigiere, ne? Das ist ja so, wie auch wenn du Lebensmittel frisst und das nicht abkannst, ja, warum soll man das denn nochmal fressen halt, ne? Aber gut, ich habe da, wie gesagt, nichts gefressen, sondern irgendwie... Weiß ich nicht. Komisch. Wenn es Sonnenallergie wäre, sowas soll es ja, glaube ich, auch geben. Aber dann wäre die Birne von mir auch zerbrannt oder so. Ist ja gar nichts, ne? Ist wirklich nur hier am Unterarm irgendwie so ganz komisch. Ja, gut. Ob das da Insekten oder Spinnenbisse sind, ich weiß nicht. Also, mir gemerkt habe ich nichts. Sträucher oder Äste berühre ich gar nicht. Ne? Da habe ich auch drauf geachtet, dass ich nicht irgendwo eine irgendwelche Pflanze streife. Ansonsten sieht das fast so aus, wenn du dir eine Brennnessel da so rüberziehst, quasi so ein bisschen. Dann kriegst du auch so diese Punkte. Kann ja sein, dass da einer bei ist, das gerade so mitbricht und dann sagt, ja, was das sein könnte, ne? Und das ist auch nicht lange, ne? Es ist mir nur aufgefallen im Wald. Und da, wenn ich nach Hause komme, halt. Dass es dann irgendwie langsam wieder abkühlt. Abklingt der komische Kram, ne? Das ist doch die Ballerstadt hier. Minusstadt sind wir, okay. Minusstadt, Junge. So, hier sind aber noch mehrere Spieler drauf. Wir gucken mal weiter. So, da ist der gute alte Thompson. Mr. Thompson. Guck mal, der baut, Leute. Ist auch ein geiles Ding hier, ne? Haben wir wieder ein bisschen was zu gucken hier. Und da kann ich gleichzeitig meinen Tee ein bisschen schlürfen. Der gute alte Mr. Thompson, wer kennt ihn nicht? Auch wenn das, ja, dieses Icon da von sein Squad-Item natürlich ein bisschen gruselig ist. Diese toten Köpfe und sowas, ne? Man munkelt. Aber hier bei dem Karibik-Piraten oder wie der da heißt, ne? Fluch von der Karibik oder irgendwie sowas. Da gab es ja auch Totenköpfe und die waren ja auch ganz lustig teilweise. Na, vielleicht sind die Squads hier mit Totenköpfen ja auch lustig drauf. Man munkelt, man weiß es nicht. Ja, er versucht hier gerade irgendwie was nochmal aufzubauen. Ich finde das auf jeden Fall wirklich so mit Plattformen und sowas. Da könnte man ja fast... Könnte man vielleicht so ein Drehding machen? Eine Rampe, dann wieder so rum. Rampe, dann wieder so rum. Weißt du, wie ich meine? So ein Schnorkelding da oben, wie so eine Art Korken oder sowas. Ja, versucht halt mal ein bisschen irgendwie einfach mal was zu bauen. Was halt kreativ anstößt. Es gibt ja unzählig Leute, die einfach nur einen Kasten bauen. Wie gesagt, ich habe auch nur einen Turm gebaut. Da schäme ich mich auch für, wenn ich den Kasten da sehe. Oh, voll langweilig, also nix. 0815. Aber ihr seid besser als ich, Leute. Ihr könnt ein bisschen besser bauen als ich. Und dann probiert mal ein bisschen rund zu bauen. Eckig, dreieckig. Du kannst auch ein Dreieck so nach oben ziehen. Da geht ja einiges. Du kannst auch ein Parkhaus versuchen zu machen, dass du irgendwie oben parkst oder sowas, ne? Oder es...
Man muss einfach drauf kommen, wie eine Blume halt, ein Stängel in der Mitte, und dann machst du oben so einen Kranz, da wo du dann wohnst oder sowas. Ne? Also das neue Bausystem ist auf jeden Fall wesentlich besser als dieses Altgesülz, was wir da vorher hatten, ne? Mit diesen Fertighäusern, Leute. Wo jeder das gleiche Haus quasi hatte, voll langweilig, Alter. So ist schon geil, die Spieler haben ein bisschen mehr zu tun. Aber, liebe Freunde, was ich ja angesprochen habe, erst am Anfang vom Ranking her sind wir ein bisschen runtergefallen. Das liegt aber auch immer wieder daran, ob Scum halt irgendwie so ja, eine Hochzeit hat oder eine Tiefzeit oder sowas, ne? Dass die Spieler dann halt nach der Zeit dann irgendwie aufhören zu spielen. Das ist ja, ich weiß, das ist ja auch normal. Jedes Spiel, man spielt nicht eigentlich nicht immer jedes Spiel ständig halt, ne? Du, irgendwann ist es durchgespielt oder langweilig oder wie auch immer. Nur mein Wunsch ist halt immer zu gucken, ja, wie kann ich die, solange es geht, hier auch beschäftigen, dass die Spaß hier auf uns haben. Es ist ein Multiplayer-Spiel, deswegen sollten wir da zusammen spielen. Zusammen was aufbauen. Und macht auf jeden Fall mehr Sinn, Scum zu spielen mit anderen Leuten oder sowas. Sonst kann das auch mal wegen fehlenden Inhalten halt ein bisschen langweiliger werden, sage ich mal so salopp jetzt, ne? Weil die Welt, die ist zwar groß, aber was nützt denn eine riesige Welt, wenn da noch nicht so viel vorhanden ist, dass du machen kannst halt, ne? Das ist ein Problem von Scum, wir wissen das, das habe ich schon öfter angesprochen. Aber das wird alles gut, die Entwickler haben so viel auf dem Tacho, Leute, dass die sich ja schon fast überarbeitet haben. So dass die, wie gesagt, einen Publisher dazu holen mussten, der dann sich darauf konzentriert, die Version 1.0 mit denen hinzukriegen. Und wenn wir jetzt schon betrachten, dass wir jetzt schon bei der 0.8 sind, zu 1.0 ist gar nicht mehr so weit. Also die sind ein bisschen in Verzug, würde ich mal meinen. Das ist einfach so. Das ist unausweichlich mit der Programmiergeschwindigkeit, was wir da bisher beobachtet haben. Die sind zwar immer fleißig und da kommt immer was, ne? Aber das ist ja so komplex, da fehlt einfach noch zu viel, ne? Damit das eine 1.0 wird. Das ist halt das Ding. Wir sind aber jetzt guter Dinge. Wie gesagt, das sieht auf jeden Fall geil aus hier. Auch diese smooth Grafik jetzt hier bei meinen neuen Rechner, also das lässt sich so flüssig steuern, das ist richtig schön, ohne irgendeinen Kraxel, Hakel oder so. Man kann original die Spieler richtig schön hier beobachten. Ich freue mich darauf. Und wir gucken einfach mal weiter. Der gute alte Johnny Rambo, ja gut, das ist jetzt hier so ein Kasten, wo ich gesagt habe, ja, versucht mal ein bisschen was anderes zu bauen. Das grundsätzlich macht man immer Viereck, ne? Ich meine, man hätte ja auch den Zaun wenigstens rund machen können oder sowas, oder ein Dreieck oder irgendwas anderes, aber der Mensch, der neigt immer dazu, Vierecke irgendwie oder Rechtecke zu machen oder sowas, ne? Die Fahne musst du nochmal sichern, die bauen wir ein, dann ins Haus irgendwie rein. Oben ist ein Loch drin, das ist auch nicht so gut, das muss irgendwie zugemacht werden. Also hier sind noch ein paar Sicherheitslücken, ihr seht das selber. Also wenn ihr sowas seht, sagt den Spielern Bescheid und ärgert die dann nicht oder macht da irgendwas kaputt oder sowas, das muss nicht sein. Wir sind eine Community, versucht mal ein bisschen zusammenzuhalten. Wenn ihr euch zerfetzen wollt, dann macht das in der roten Zone. Da ist es ja auch in Ordnung oder sowas, ne? Aber lasst sonst die PvEler immer in Ruhe, weil die Leute, die in der Safe-Zone, also in der PvE-Zone quasi unterwegs sind, die machen das ja nicht ohne Grund. Die machen das ja, weil die meistens neu sind oder sowas und das Spiel kennenlernen wollen. Also da müsst ihr ein bisschen dran denken. Die könnt ihr nicht behandeln wie die Hardcore-Profis. Deswegen werdet ihr auch immer wieder ein paar Fehler, Baufehler oder sowas finden. Und dann helft den Leuten doch einfach. Mensch, jeder ist ja froh, wenn er so ein paar Tipps und Tricks kriegt, ne? Also das ist jetzt allgemein bezogen, nicht nur auf dich, Johnny Boy, ja? Nicht, dass du da denkst, du bist jetzt hier größte Wurst mit deiner Base, so meine ich das nicht, ne? Aber wenn ich halt sowas sehe, eine Fahne ist da so offen draußen oder sowas, da kannst du ja auch, wenn du vom Fallschirm hier runterkommst, kannst du da drinnen landen oder sowas, ne? Es gibt aber auch unzählige Tricks, wie man da vielleicht rüberkommt über den Zaun und sowas. Das ist leider so, ne? Wir haben hier keine hundertprozentige Sicherheit, liebe Leute. Überall kann irgendwie ein bisschen Grütze passieren. Aber das ist ja nicht schlimm, wir warten auf einen Hotfix oder einen neuen Patch. Und bis dahin informieren wir euch ja oder helfen uns gegenseitig hier. Wenn da mal irgendwie was ist, wie man sich so ein bisschen schützen kann, nicht wahr? Deswegen hatte ich ja letztens ein Video gemacht, wo wir die Basen, also die Festung der einzelnen Spieler, die wir so begegnet sind, mal ein bisschen auf Sicherheitslücken getestet haben. Ich fand das eine ganz gute Idee. Man könnte ja auch als Team sagen, also als Squad sagt ihr, macht ihr denn da Werbung irgendwie, ja, wir testen eure Base auf Sicherheitslücken. Es gibt da hier so Knackprofis, beziehungsweise so diese ganzen PvP-Killer, wenn die sich langweilen. Dann macht doch einfach mal ein Angebot für alle Spieler. Ja, unser Squad, der testet jetzt eure Festungen auf Fehler. Und dann versucht ihr in diesen Festungen reinzudringen, also einzudringen, die ganzen Sicherheitslücken zu finden, was man für Scheiße bauen kann. Und dann sagt ihr dem Spieler das und der freut sich dann. Und dann kann man da ja so handeln, dass ihr denn dafür ja In-Game-Money oder sowas halt kriegt. Wisst ihr, wie ich meine? Könnt ihr diese Dienstleistung könnt ihr dann ja verkaufen im Spiel mit Spielgeld halt ganz normal. Ist eigentlich eine gute Idee, falls da jemand Langeweile hat, so ein Profi-Squad irgendwie hier. Dann könnt ihr das doch mal machen, das wäre auf jeden Fall was Sinnvolles, anstatt die Leute jetzt richtig anzugreifen, dass die sich nur ärgern dann und sowas. Da kam ja auch vor,
Da waren ja massiv Angriffe in der PvE-Zone. Ja, das verscheucht natürlich die Spieler und dann ist es kein Wunder, dass man dann wieder fast auf Platz 100 runterfällt. Ich nehme da kein Blatt vom Mund, ich sag so, wie es ist, auch wenn es unserem Server oder uns allgemein irgendwie nicht so gut geht oder sowas, dann nehme ich mir doch das Recht raus, das immer zu sagen. Ich will ja gar nicht so eine Show machen, dass wir hier immer Platz 1 und alles immer bestens und toll ist. Das ist unrealistisch, so wäre das nicht. Ich reg mich wegen dem Spiel auch ganz schön oft, manchmal teilweise auf. Es ist halt ein Early Access Spiel und hier kann immer wieder Grütze passieren. Es verschwinden Fahrzeuge, es verschwinden Waffen und so weiter. Wie gesagt, wir versuchen euch da zu unterstützen, aber wie gesagt, wir können auch nicht alles da immer wieder irgendwie erstatten. Ne? Wenn du jetzt sagst, hier, mir sind 5 M82 da verschwunden durch Bug oder sowas. Ja, also ihr könnt euch das vorstellen, das kann man ausnutzen, diese Scheiße. Ich weiß, dass viele Bugs da sind. Aber es gibt auch Leute, die das immer dann schamlos ausnutzen. Deswegen, so ein Auto, wenn euch mal ein Fahrzeug verschwindet oder sowas, okay, das ist ja kein Problem. Ich persönlich möchte, dass ihr alle mobil seid, weil die Welt ist arschgroß und das ist scheiße, wenn man die ganze Zeit sich Plattfüße laufen muss, ne? Aber hier so Waffen, Munition erstatten oder sowas, das Grütze. Das machen wir so nicht, weil hauptsächlich ist es nämlich so, dass wir alle irgendwas verlieren. Das ist einfach so, weil der Bug, der dich erwischt hat oder so, der erwischt ja nicht nur dich, sondern das kriegen wir alle auch immer zu spüren. Genauso ist es wie, wenn ich sterbe, auf einmal ist die ganze Leiche jedes Mal weg, ne? Das nervt auch. Es gibt hier nervige Sachen. Aber liebe Freunde, ich bemühe mich hier auf jeden Fall, das System so zu machen, dass ihr entschädigt werdet, zum Beispiel durch das Bot-System, was wir hier haben. Das ist dieses Schwarzgeld hier, dieses Ingame, also diese illegalen Shops und so, da könnt ihr ja immer die ganze Zeit Sachen kaufen. So, wenn du geblankt worden bist, alles verloren hast oder sowas, dann brauchst du nur mit ein paar Schwarzgeld-Coins und so. Teuer ist das gar nicht, Alter. 100 Coins ist also, kriegst du komplett Ausstattung mit Waffen und Kampfanzug und sowas. Ja, was willst du denn mehr, Alter? Also mehr Ausstattung geht nur wirklich nicht, als das über den Shop, dass ihr euch da irgendwie was denn mit diesem Schwarzgeld holt, ne? Dafür ist es ja da, eben um die Leute zu entlasten oder ein bisschen zu trösten, die da alles verloren haben und so. Nicht nur wegen Bugs, sondern auch wegen Spielern. Es gibt ja auch manchmal Spieler, die einen dann da zerruppen oder wie auch immer. Und mit dem System, was ich hier geschaffen habe, kannst du, obwohl du verlierst, kannst du gleich wieder in den Kampfmodus übergehen. Während das normal, das Original Scum-Spiel, da würdest du jetzt erstmal wieder eine Woche oder zwei Wochen sammeln gehen dürfen halt, ne? Weil wenn du alles verloren hast, dann musst du ja wieder sammeln gehen, ne? Wenn du kein Geld hast, kannst du auch nichts kaufen oder so. Also jedenfalls, das ist schon geil so. Und wer das alles so ein bisschen geschnallt und gerafft hat, wie wir das hier so, wie das bei mir funktioniert auf dem Server, er kann nur sagen, dass es geil ist. Ist einfach so. Probiert's aus, 14 Tage oder sowas. Macht euch ein Urteil selber darüber. Hört nicht auf die Leute, die irgendwie in Foren oder was schreiben, wenn die einen da schlecht machen oder sowas. Müsst ihr mal selber ausprobieren. Habe ich schon öfter gesagt, glaube ich, ne? Und meinetwegen könnt ihr spielen, wo ihr wollt. Das ist ja auch gut so. Jeder hat so seine eigenen verschiedenen Formate, sage ich mal. Aber bei unserem Allround-Server oder sowas, da muss man jetzt nicht irgendwie Hardcore-Werbung für andere Server machen. Die Leute, die Werbung hier machen oder so, ne, also wie gesagt, wenn die da sowas nötig haben, auf anderen Servern immer so abzuwehren, Werbung zu machen, dann kann der Server gar nicht gut sein, wo ihr hingehen sollt. Versteht ihr? Ein guter Server hat sowas nicht nötig. Und ich sag euch, wir haben sowas nicht nötig. Wir machen keine Werbung auf anderen Servern oder irgendwie sowas oder anderen Discords oder was weiß ich was, weil wir es nicht nötig haben. Uns geht's hier gut. Wir bringen Leistung. Ich war nicht. Unser Team ist wunderbar. Also es harmoniert hier alles. Und wir haben eine Menge Spaß. Und das sehen wir ja auch, wie gut besucht unser Server immer wieder ist. Oder die Leute hier meine Videos gucken oder bei Twitch im Livestream dabei sind. Ne? Das ist ja schon so eine Stammgruppe. Das ist schon cool. Macht Spaß, gell? So, jetzt gucken wir mal weiter. So, wir sind gelandet bei Leonie, bei Beachy oder Biki und Matze. Die fünfte Version von Matze. Leonie gibt es dreifach hier Boost oder was? Wohnen die da? Scheint so. Ja, gut, das ist jetzt auch wieder eine Klotzwohnung, würde ich meinen, ne? Aber immerhin mit einem spitzen Dach. Also, das ist ja ein abgeschrägter Klotz, würde ich mal machen. Ich habe oben links noch die FPS, die muss ich nochmal irgendwie ausstellen, das grüne Gefussel da oben links. Das könnt ihr einstellen, wenn ihr bei Steam rechte Maustaste auf das Icon unten macht und dann auf Einstellung und dann im Spiel raufklickt und dann unten links da oder links in der Mitte irgendwie ist so ein Reiter, da könnt ihr den FPS-Teil an- und ausmachen. Ja, das habe ich jetzt vergessen auszumachen, ist aber nicht schlimm. Also bei mir steht immer irgendwie 120, egal was ich mache. Ist ja auch in Ordnung so. Nur falls der ein oder andere das jetzt gestört hat, ich habe es vergessen jetzt auszumachen. Aber so groß ist es ja auch nicht, dass das da immer im Blickfeld fällt, nicht wahr, nicht? Außerdem sollt ihr euch doch auf die Spielerchen konzentrieren, denn liebe Freunde, die sind hier fleißig wie die kleinen Bienchen, nicht wahr, nicht? Ja,
Okay, einfache Klotzwohnung sieht so auch ganz schick aus. Ne? Aber wie gesagt, in dem Spiel kannst du mehr draus machen. Du kannst auch da oben in der Mitte die zwei Dinger rausreißen. Und dann machst du da einfach mal einen Balkon hin oder sowas. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ihr könnt ja auch Balkons bauen oder sowas. Obgleich ich weiß, dass manche Sachen auch nicht ohne Stützen funktionieren. Ne? Ja, dann ziehst du nochmal eben die Stützpfeiler nach oben. Aber dann hast du wenigstens deinen Balkon. Ist so ein bisschen problematisch mit diesen Stützpfeilern. Du kannst ganz viel oben machen in der Luft, ne? Aber meistens musst du diese Stützbalken nach oben ziehen. Also dieses Baugerüst musst du nach oben ziehen, ne? Ja, aber wie gesagt, wenn man gut bauen kann, dann ist das, dann sieht das auch nicht so schlecht aus, geht. Ja, so, was ist da los? Bip, 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 bip. Der Machi. Oh, das Klimakleber, Leute. Guck. Die haben Klimakleber gemacht. Was ist denn hier wieder los? Boah. PvP-Event bei Boot. Bei Bootcamp. Und da sieht man auch schon, der Inselservice, ne? Der hat da die Schatzkiste hingelegt. Das heißt, da ist ein Schatz versteckt worden im Bootcamp jetzt und den könnt ihr jetzt finden. Geil, ne? Oder? Und während ihr den dann sucht, können die Spieler ja, auf andere Spieler stoßen und dann geht das PvP da los. So ist das eigentlich gedacht. Ich hoffe, ihr nutzt das auch. Ansonsten, die meisten Spieler, das sind, also die sind im PvE-Gebiet. Die meisten Spieler sind im PvE-Gebiet. Aber das heißt nicht, dass PvP-Gebiet tot ist oder irgendwie so Quatsch. Das ist es nicht. Da ist auch immer was los. Aber in meinen Videos jetzt hier filme ich vordergründig immer hier so ein bisschen, ja. Die PvE-Zone, weil ich möchte die PvPler ja noch nicht so verraten. Dann werde ich wieder ausgeschimpft, ey. Ich möchte auch gern Action sehen oder so, ne? Aber manchmal ist es dann so, da kriegst du dann einen auf den Deckel, wenn die denn. Wenn das jetzt PvP wäre, ja, dann könnten die mich jetzt anschreiben, du hast unsere Base die ganze Zeit gezeigt und die wissen jetzt alle, wo wir wohnen, so nach dem Motto, ne? Aber die finden sowieso die Base, ob ich das filme oder nicht, aber da regen sich manchmal die Spieler drüber auf, ist tatsächlich so, wenn ich im PvP-Gebiet filme. Was ja eigentlich schade ist, ne? Denn jeder, der sich bei uns hier einloggt auf unserem Server, das wird immer wieder eingeblendet, dass das hier ein Influencer-Server ist, liebe Leute. Hier wird rund um die Uhr gefilmt und jeder, der bei uns mitspielt, der muss damit rechnen, wie diese jetzt hier auch, vor der Kamera zu treten. Und wenn denn dann ein Haus im Hintergrund oder wie auch immer ist, dann ist es halt so, Leute. Deswegen seid ihr wahrscheinlich vielleicht aber auch gerade deswegen hier auf dem Server. Das macht unseren Server ja aus. Es ist ein Influencer-Server. Hier können Streamer, hier könnten mehrere Streamer theoretisch rauf. Sie müssen bloß halt eben die Lizenz bei mir erwerben, liebe Freunde, und dann ist das alles gar kein Problem. Ne? Die ganzen Anforderungen da, die sind bei uns im Discord einsehbar. Und dann kann man hier zusammen auf jeden Fall ein geiles Ding machen. So, dann gucken wir mal weiter. Wir sind beim guten alten Uhul gelandet. Der Schlingel, der ist in seinem Wolfswagen, in seinem Wolfi-Wagen. Wolfi ist ja in Thailand gerade. Er schickt ab und zu seine Fressensbilder da bei uns in den Chat. Das sieht auch mal ganz lecker aus. Bis jetzt hat er, glaube ich, noch keine Made auf dem Teller gehabt. Aber, liebe Freunde, da ist ja noch einige Zeit hin. Ne? Mal gucken, vielleicht kommt ja irgendwann noch mal so ein Foto mit irgendwelchen Tieren da drauf. Würde das auf jeden Fall interessant finden. So, das ist die Minus-Butze hier. Wie baut man denn so groß, Alter? Also da, das ist das, musst du noch mal hier, wie gesagt, das, da muss ich mir nur noch mal ein bisschen ran. Das sieht ja gar nicht schick aus. Das hier sieht aber schick aus. Das wollte ich euch noch mal ganz gerne zeigen. Das habe ich ja als Spieler irgendwie im Livestream gesehen, dass die, unsere Nachbarn im Übrigen, da ist Visi, da hinten wohnen wir. Hier unsere Nachbarn, ich weiß gar nicht, wer wohnt jetzt hier. Die Schweizer waren das, glaube ich, ne? Achso, da steht's ja. Warte mal kurz. Diese Are. Was? Die Are Lorraine-Brücke. Boot passt drunter. Keine Ahnung. Aller Wurst oder was? Also, dass man hier schon Brücken brauen kann, ist. Soll auch möglich sein, sagt Huntress, dass man im See irgendwie so ein bisschen reinbauen kann. Bis zu vier dieser Plattform in den See rein. Man munkelt, müsst ihr mal ausprobieren. Aber das ist auf jeden Fall eine geile Idee hier. Ich bin selber ja auch immer davon überzeugt, dass das Brücken machen, es ist schon geil. Oder hier, du kannst auch hier so Sprungdinger rüber machen. Ja, dann sprungt man da halt rüber. Aber ich wollte euch diese Brücke auf jeden Fall zeigen, dass das auch möglich ist. Damit ihr nicht um den Kanal ewig lang fahren müsst. Weil es gibt ja hier manchmal diese Kanäle, die laufen so lange da durch und dann müsst ihr ewig eine Brücke suchen oder sowas. Ihr könnt euch selber eine Brücke bauen. Deswegen wollte ich euch dann nochmal den Anreiz schaffen, wenn euch da irgendwie so ein blöder
so ein Kanal hier oder sowas da im Weg ist, ne? Dann baut einfach eine Brücke, wo ihr immer lang fahrt und dann spart ihr eine Menge Fahrzeit, zum Beispiel jetzt, ne? Ja, das Haus an sich finde ich auch richtig cool. Das sieht auf jeden Fall klasse aus. Da oben ist noch ein bisschen buggy mit dem Dach, aber da kann der Spieler nichts für. So, was ist hier? Switzerland Security Home. Ja, sieht auf jeden Fall teuer aus. Eins für eins. Also eins sollst du reinigen und kannst einen Teil rausnehmen. Ja, das ist ja auf jeden Fall da Vertrauen in anderen Spieler, ne? Hoheitlicher Schlafsaal. Dynamische Schießhalle. Das soll eine Schießhalle sein? Aha. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Parkhalle Obergeschoss. Achso, da kannst du denn hier hochfahren und dann bist du da im Obergeschoss mit deinen Fahrzeugen drin, ne? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Hier, das ist ja fast schon Überschwemmung hier, Leute. Guck, wie hoch das Wasser steht hier, ne? Ja, was für ein Koloss. Auf jeden Fall finde ich es immer geil, Spielerwohnungen und sowas und Häuser zu sehen. So, was geht hier ab? So, wo ist Lea jetzt? Wo ist Mary? Wir haben es immer noch. Irgendwas nach 17 Uhr. Keiner hier oder was? Das ist die Phase, so wo ich immer sage, ne? Ja, Scum. Also du spielst einen Monat, spielst du richtig durch und dann fängt das langsam an, so ein bisschen abzusagen, ne? Es ist halt Scum. Dann müssen die Spieler immer lernen, sich selbst zu beschäftigen. Guck mal, was die hier hochgeballert haben an Häusern und sowas, ne? Das sind ja alles hier heftige Dinger. Und dann kommt halt deine Baubegrenzung quasi. Du kannst nicht mehr ewig tausende Elemente hier bauen. Du müsstest also eine zweite Fahne irgendwo hinballern. Und die sind halt gesättigt dann auch, ne? Also nicht nur die Melli und Lea jetzt, sondern alle Spieler halt, ne? Du baust dein riesiges Dings da und dann hängst du aber Scum und weißt irgendwann nicht mehr, ja, was mache ich denn jetzt, ne? Und diese Phase ist halt gefährlich und dadurch verlieren die Server dann immer Spieler meistens, weil die dann weniger Scum spielen, sondern irgendein anderes Spiel. Dann warten wieder alle auf ein Patch oder Hotfix, irgendwas Neues und dann kommen sie wieder und haben ein bisschen Lust. Beim Server-Vibe ist das genauso. Wenn du einen Server vibes oder sowas, dann ist das Interesse auf jeden Fall wieder da, frisch anzufangen, alles neu und geil und sowas. Aber wie gesagt, das hält meistens einen Monat an und sowas. Und das ist halt das Grundproblem von Scum. Ihr wisst es selber, habe ich auch schon öfter gesagt, dass die mit der Entwicklung noch nicht so weit sind, dass wir die dauerhaft irgendwie beschäftigt werden oder sowas, ne? Da muss jeder Spieler wirklich selber irgendwie ja, Hand anlegen und sehen, dass er da irgendwie hier irgendwas veranstaltet. Ist einfach so, ne? Weil so automatisch bespaßt wirst du hier bei Scum so gesehen nicht. Ne? Deswegen sucht euch einen Squad, wenn ihr alleine seid oder sowas. Alleine würde man, glaube ich, mit der Motivation am schnellsten runtergehen. Wir spielen ja auch mittlerweile diese Baller-Events öfter mal. Das macht ja auch Spaß. Bisschen Waffen trainieren und so. Ne? Und hier ist mein schäbiger Turm. So, dass man da eben ein bisschen über die Bäume gucken kann. Aber hier, da, die Bäume sind noch viel höher und hast du nicht gesehen, ne? So, Visi ist, glaube ich, eine Trainingshütte. Das Goldis Palast. Wolfi hat sein Auto und so verkauft, denn der ist ja, wie gesagt, im Urlaub. Thailand oder wie auch immer. Und wenn ihr auch irgendwie längere Zeit Pause macht, dann verschwinden ja eure Autos, dann verkauft das Auto halt vorher, ne? Macht das leer, verkauft euer Auto dann zu Schwarzgeld. Und dann könnt ihr mit dem Schwarzgeld halt später, wenn ihr dann wieder Bock habt, könnt ihr dann wieder ein neues Auto kaufen. Also funktioniert das. Also es läuft wunderbar, liebe Freunde. So, wir gucken mal weiter. So, wir sind gelandet bei Smoker, würde ich sagen, oder? Guck mal, der hat einen Zombie direkt vor der Hütte hier. Schmo, wo ist Schmo eigentlich? Ist Bambi oder was? Bist du dabei? Schmokarino. Nimm die Maske ab, Junge. Das fand ich auch entsetzlich. Wo die Entwickler die Maske reinprogrammiert haben, ne? Fand ich total doof, Alter. Aber gut. Pieks, pieks. Hab's nicht ran. Jetzt hab ich schlau. Siehst du doch, dass du nicht rankommst. Ein Stück nach hinten laufen. Genau, damit er wieder nach vorne kommt irgendwie, ne? Auch weiter nach hinten. Jawohl, jetzt hat's den Dreh raus. Sehr gut, jetzt wieder Pieks. Oh, na, da siehst du wohl, klappt doch. Also Survival hier, die Spieler, Leute. Ihr seht's. Oh. Und dann kriegt er wieder ein.
Gut, Freunde, dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, schon morgen wieder. Ansonsten abends im Livestream und dann bis dann.